Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Film News hier auf die Filmfabrik. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere Zuschauer an den Namen Daniel Fleetwood. Das war ein krebskranker Mann, der letztes Jahr Disney darum bat, Star Wars 7 vor dem Kinostart sehen zu dürfen. Denn Fleetwood verstarb, bevor der Film in den Kinos anlief, an seiner Krebserkrankung. Fans machten sich für ihn unter dem Hashtag Force for Daniel stark. Tatsächlich durfte Fleetwood dann auch vor dem Kinostart eine Rohfassung des Films sehen. Ein ähnliches Schicksal hat nun den 36-jährigen Neil Henvey ereilt. Ihm wurde Krebs diagnostiziert und er habe wohl nur noch einige Monate zu leben. Möglicherweise nicht mehr genug, um das Star Wars Spin-off Rogue One, A Star Wars Story noch rechtzeitig im Dezember dieses Jahres zu sehen. Er selbst startete die Aktion gar nicht, sondern die Krankenhausangestellte Amy Duncan, die für ihn auf Facebook und Twitter den Hashtag Rogue One Wish ins Leben gerufen hat. Luke Skywalker höchstpersönlich, also Mark Hamill, hat das Ganze auch bereits retweetet. Wie jeder Fan von Star Wars weiß, trifft Luke in Episode 4 auf Han Solo, als er und Onkel Ben die gefährliche Cantina in Mos Eisley besuchen. Bald gibt es diese Bar auch in echt. In Hollywood eröffnet demnächst nämlich ein Lokal, das von der Cantina inspiriert ist. Dieses Lokal wird den Namen Scum and Villainy Cantina tragen, also auf Deutsch Abschaum und Schurkerei Kantine. Wer also schon immer mal auf die gefährlichsten Verbrecher der Galaxie treffen wollte, der sollte bald mal nach Hollywood reisen. Wann die Kantine eröffnet, ist aber leider noch nicht bekannt. Und wir haben sogar noch eine extrem kuriose News zu Star Wars für euch. Ein IMAX-Kino in Ägypten benutzte statt eines offiziellen Posters zu Rogue One, A Star Wars Story, jetzt aus Versehen ein Fan-Poster, auf dem jeder Kopf, jeder Figur mit dem Kopf von Jar Jar Binks ersetzt wurde. Den Macher des Posters, Olli Gibbs, den hat es auf jeden Fall gefreut. Jesus aus The Big Lebowski bekommt einen eigenen Film. Der Darsteller John Turturro möchte dieses Herzensprojekt schon seit langer, langer Zeit in die Realität umsetzen, doch bisher ist daraus nie etwas geworden. Vor allem die Coen-Brüder, also die Macher von The Big Lebowski, zeigten sich von der Idee eher weniger begeistert. Turturro hat aber auf die Meinung der Brüder gepfiffen, das Projekt nun in Angriff genommen und angeblich laufen schon seit 2 Wochen die Dreharbeiten zu dem The Big Lebowski Spin-off. Der Jesus-Solo-Film wird den Titel Going Places tragen und wird in seiner Handlung quasi ein Remake des Films Die Ausgebufften aus dem Jahr 1974 mit Gérard Depardieu. Wann Going Places erscheint, weiß aber niemand. Der Film hat im Ausland angeblich noch nicht einmal Verleiher gefunden. Das dürfte sich aber noch ergeben, denn wer bitte möchte nicht einen Solo-Film über Jesus sehen? John Turturro hat übrigens höchstpersönlich das Drehbuch geschrieben und er führt auch Regie. So, jetzt kommt erstmal ein Berg an News über Marvel. Es scheint, dass Marvel und Netflix in nächster Zeit nicht vorhaben, ihre langjährige Kooperation zu beenden. Bisher wurden mit Daredevil und Jessica Jones bereits 2 Superhelden-Serien veröffentlicht und mit Luke Cage, Iron Fist, The Defenders und The Punisher sind 4 weitere Serien angekündigt. Bisher war unklar, wann The Punisher erscheinen soll. Erste Indizien weisen jetzt aber darauf hin, dass die Serie über den kaltblütigen Rächer Frank Castle noch 2017 erscheinen soll, genauso wie Iron Fist und The Defenders. Außerdem sind viele Leser gespannt auf eine weitere Serie, die Marvel derzeit plant, nämlich die Comicreihe Runaways. Die soll schon seit Ewigkeiten adaptiert werden. Eigentlich sollte Runaways erst ein Film werden, jetzt wurde aber doch beschlossen, dass daraus eine Serie gemacht wird. In Runaways geht es um eine Gruppe von Jugendlichen, die feststellen, dass ihre Eltern Superschurken sind und dann von zu Hause ausbüchsen, um als Superhelden fürs Gute zu kämpfen. Der US-amerikanische Streamingdienst Hulu hat auf jeden Fall eine Pilotfolge zu Marvels Runaways in Auftrag gegeben und Drehbücher für eine gesamte Staffel. Und es geht weiter mit News zum Marvel Cinematic Universe. 2017 erscheint Thor Ragnarök, der 3. reine Thor-Film, und natürlich werden wir wieder Chris Hemsworth als Thor sehen. Natalie Portman hingegen, die in den ersten beiden Filmen Thors geliebte Jane Foster gespielt hat, die hat jetzt verraten, dass sie im 3. Thor-Abenteuer definitiv nicht zu sehen sein wird. Marvel-Chef Kevin Feige erklärte auch, dass 80-90% des Films im Kosmos spielen und es dadurch auch gar keinen Sinn mache, dass Natalie Portmans Figur darin vorkommt. Bei Marvel dreht gerade auch ein ganz besonderes Gerücht seine Runden. Die Comicreihe The Unbeatable Squirrel Girl zählt sicher nicht zu den bekanntesten Reihen des Verlags und dennoch sagte Schauspielerin
Schauspielerin Anna Kendrick vor kurzem, dass sie gerne in einem Marvel-Film das Squirrel Girl spielen würde. Shaun of the Dead und Hot Fuzz-Regisseur Edgar Wright fand, dass das eine großartige Idee ist. Auch die Russo-Brüder, die Regisseure von The First Avengers Civil War, die zeigten sich von der Idee absolut begeistert. Wer weiß, vielleicht gibt es in Zukunft ja bald einen Squirrel Girl Solo-Film. Was im Gegensatz dazu aber kein Gerücht mehr ist, ist die Entscheidung, dass Raumstar Brie Larson Teil des Marvel Cinematic Universe wird. Sie wird nämlich die Air Force-Pilotin Carol Danvers spielen, die nach einem Unfall zur Superheldin Captain Marvel wird. Der Film Captain Marvel wird aber erst im Frühjahr 2019 in den Kinos anlaufen. Es gibt allerdings bereits Gerüchte, dass Brie Larson schon im nächsten Avengers-Film zu sehen sein wird. Ein anderes Gerücht zu Marvel hat nun Vin Diesel, also der Sprecher von Groot in Guardians of the Galaxy, ein für alle Mal offiziell bestätigt. Die Guardians werden auch im dritten Avengers-Film von Marvel, also Infinity War, mitmischen. Am 27. April 2017 startet aber vorher erst einmal Guardians of the Galaxy Volume 2. Die Drehbuchautorin von Guardians of the Galaxy 1, Nicole Perlman, ist gerade übrigens im Gespräch, den neuesten geplanten Pokémon-Film von Legendary Pictures zu schreiben. Das soll sie zusammen mit Alex Hirsch tun, dem Autor der Serie Gravity Falls. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Diese Woche starten folgende Filme in den deutschen Kinos: Die Unfassbaren 2 mit Jesse Eisenberg, Daniel Radcliffe und Woody Harrelson, das Fantasy-Abenteuer Elliot der Drache von Disney, quasi eine Neuerfindung des Klassikers Elliot das Schmunzelmonster, und außerdem läuft diese Woche der Horror-Thriller The Shallows mit Blake Lively an. Außerdem starten diese Woche folgende Serien: die erste Staffel der Dramaserie Too Close to Home, die dritte Staffel der AMC-Serie Halt and Catch Fire und die dritte Staffel der Mystery-Serie The Strain, die unter anderem auch von Pacific Rim-Regisseur Guillermo del Toro geschaffen wurde. Und wir kommen zu den Kurznews, und auch diese Woche müssen wir wieder mit sehr traurigen Nachrichten beginnen. Der kanadische Regisseur Arthur Hiller ist nämlich im Alter von 92 Jahren verstorben. Hiller wurde vor allem bekannt für seine Filme Love Story, der 1970 ein voller Erfolg war, und Die Glücksjäger mit Richard Pryor und Gene Wilder in den Hauptrollen. Hiller war sogar von 1993 bis 1997 der Präsident der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, also quasi der Chef über die Oscars. Die 13-jährige Schauspielerin und Tochter von Til Schweiger, Emma Schweiger, hat jetzt bekannt gegeben, dass sie sich nach 10 Kinofilmen fürs Erste von ihrer Schauspielkarriere verabschieden will. Für viele Fans ein schwerer Schlag. Und einen schweren Schlag hat wohl auch der amerikanische Schauspieler Thomas Gibson ausgeteilt. Er wurde nämlich von der amerikanischen Krimiserie Criminal Minds, bei der er sowohl als Hauptdarsteller als auch in einigen Folgen als Regisseur mitwirkte, einfach von heute auf morgen entlassen. Gibson soll nämlich einen der Produzenten und Autoren der Erfolgsserie am Set ans Schienbein getreten haben und er wurde daraufhin gefeuert. Gibson möchte die Produzenten nun angeblich verklagen, aber Juristen sind sich einig, seine Erfolgschancen sind äußerst gering. Gar nicht gering waren aber die Erfolge der Boyband New Kids on the Block. Die waren vor allem in den 80ern und in den 90ern ziemlich erfolgreich. Nun wurde verraten, dass die Boyband in der zweiten Staffel von Fuller House auf Netflix zu sehen sein wird. Der deutsche Filmemacher Uwe Boll ist für viele Filmfans einer der schlechtesten Regisseure aller Zeiten und viele seiner Filme sind so mies, dass sie für den einen oder anderen schon einen gewissen Kultstatus haben. In den letzten Jahren scheiterte der 51-Jährige immer wieder daran, neue Filme finanzieren zu können und er kündigte somit seinen Abschied von der Filmbranche an. Auf seine Filme müssen wir aber nicht verzichten, denn Boll kündigte auch an, dass man demnächst alle seine Filme über seinen ganz eigenen Streamingdienst Bollflix sehen werden kann. Abseits der Filmbranche betreibt er jetzt übrigens auch sehr erfolgreich sein eigenes Restaurant in Vancouver, das im Gegensatz zu seinen Filmen regelmäßig Bestnoten abräumt. Das ist schon eine sehr interessante Karriere, die dieser Mann hat. Mission Impossible Rogue Nation war einer der großen Erfolge des letzten Jahres. Der Film konnte die Kritiker überzeugen und er spielte weltweit sage und schreibe 682 Millionen US-Dollar ein. Kein Wunder, dass sofort eine weitere Fortsetzung angekündigt wurde. Die ist jetzt aber für einige Zeit auf Eis gelegt. Man weiß nicht genau, woran es liegt. Man weiß lediglich, dass die Bezahlung von Tom Cruise der Grund dafür ist. Entweder verlange der Schauspieler jetzt mehr bei diesem Film, nämlich so viel wie ihm Universal für den kommenden Film Die Mumie bietet. Oder eine andere Option ist, dass Paramount verlange, dass Tom Cruise sein Gehalt reduziere, worauf er aber nicht bereit sei. Irgendwie kann natürlich auch beides sein. Man kann aber davon ausgehen, dass die geplanten Dreharbeiten im Januar 2017 starten werden.
Will Ferrell und John C. Reilly werden nach ihren beliebten Komödien Ricky Bobby und Stiefbrüder erneut gemeinsam vor die Kamera treten. Das Ganze wird für eine Komödie von Sony Pictures passieren, nämlich in einem Film, der den Titel Holmes and Watson tragen wird. Ja, richtig gehört, Will Ferrell wird Sherlock Holmes spielen und John C. Reilly seinen Assistenten Dr. Watson. Seit dem allerersten Godzilla-Film aus dem Jahr 1954 sind viele Godzilla-Filme erschienen, je nach Zählweise über 30, und kein einziger davon war animiert. Das möchten die japanischen Toho-Studios nun ändern, denn die arbeiten gerade an einem Godzilla-Animationsfilm. Der soll irgendwann 2017 erscheinen, mehr ist zu dem Film aber noch nicht bekannt. Gute Nachrichten für alle Mr. Robot-Fans: Die amerikanische Thriller-Serie wurde offiziell vom Sender USA Network um eine dritte Staffel verlängert. Zu Stephen Kings S kommt bald ein neues Remake und ein erstes Bild von Andy Muschietti wurde dazu veröffentlicht. Hier sehen wir Bill Skarsgård als Clown Pennywise. Wie fast jede Woche haben wir auch diese Woche einen Cast-Zuwachs bei Blade Runner 2 zu vermelden. Der wird ja inszeniert von Sicario-Regisseur Denis Villeneuve. Und der neue Joker aus Suicide Squad, nämlich Jared Leto, der Oscar-Preisträger, der wird jetzt bei dem Science-Fiction-Sequel auch dabei sein. So, und liebe Zuschauer der Filmfabrik, bevor wir jetzt zum Ende kommen, haben wir noch eine kleine Bitte an euch. Jonas und ich möchten nämlich euer Feedback zu unserem Kanal. Klar, ihr schreibt uns ja eh immer fleißig in die Kommentare und schreibt uns auch alle möglichen Nachrichten und fragt mich, ob ich euch heiraten möchte und sowas. Aber wir hätten das gerne alles mal gesammelt und ausgewertet und deswegen starten wir eine Aktion, mit der ihr uns mitteilen könnt, was euch besonders an der Filmfabrik gefällt und was euch so richtig, so tierisch auf die Klötze geht. Das läuft alles über die kostenlose Handy-App Opinio. Und nein, wir bekommen kein Geld von denen. Die App macht es für uns schlichtweg einfacher, alle Resultate gesammelt zu sehen und zu vergleichen. Checkt dafür doch einfach mal diesen Link hier aus. Den findet ihr auch in der Infobox zum Anklicken. Und anklicken solltet ihr außerdem auch mal eines unserer Videos von letzter Woche. Da haben wir euch nämlich hochinteressante Fakten über den Joker erzählt. Und vergesst auch nicht, uns auf unseren Social-Media-Accounts zu abonnieren. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen hier auf die Filmfabrik mit mir, dem Alper.